Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh, heute mal mit Klatschen, ne? René ist mal wieder am Start, deswegen muss ich einmal wieder klatschen. Ne? Wir sind auf dem Messegelände. Wir sind in der Halle, die in kürzester Zeit gefüllt sein wird. Da sagt aber Philipp gleich mehr dazu. Erstmal Micha. Moin. Und Basti, herzlich willkommen. Moin. Wir haben heute Deutschlands schnellste Sofa am Start. Wahrscheinlich. Vielleicht. Offenbar. Ja. Haben Sie das gerade schon gesehen? Oder wissen Sie noch gar nicht, worum zu reden? Doch, ne? Haben Sie schon gesehen, ne? Ich glaube, ja. So, der eine oder andere kennt das Ding auf jeden Fall von den ganzen Events, wo ihr seid. Und ich habe mir überlegt, wir müssen dieses Ding einfach mal vorstellen, weil ich glaube, das ist so ein Männertraum. Wenn man ganz viel Dönings im Kopf hat, ne? Dann baut man so ein Ding zusammen. Ja. Bierlaune. Ja, hat er echt unter Bierlaune zusammengebaut? Ja, nicht, ja, zusammengebaut auch, aber die Idee ist halt so daraus entstanden, ne? Wir haben schon so oft kam die Frage, wie kommt man darauf? Und wir können immer nur antworten, ja. So, aber ganz kurz, bevor es losgeht, ein paar organisatorische Sachen, weil wir stehen hier in der Halle 26, ist das richtig? Komm mal ran hier. Wir sind nämlich mal wieder auf dem Messegelände. Vielen Dank an die PS Days, dass wir hier mal wieder während der Hannover Messe diese Hallen hier nutzen dürfen. Philipp weiß noch nicht, dass wir mit diesem Sofa gleich Herrn Scholz abholen. Herrn Habeck können wir gerade abholen damit, genau. Die Elektromobilität hier. Ja. Aber Scholz war auch da, oder nicht? Der war gestern da, ne? Der war gestern da, genau. Ja, das wäre... Das wird ein Thumbnail, oder? PS Days ist ja, ganz viele glauben ja immer noch, dass diese Messe nicht stattfindet, leider. Aber wir können weiterhin sagen, sie wird zu 100% auf jeden Fall stattfinden. 100.000%, ja. Diese Halle wird randvoll sein mit Autos. Genau. Wir haben hier geil, dass wir jetzt mal nutzen können, dass sie jetzt gerade leer ist, weil vor kurzem war es noch Flüchtlingshalle, wo wir auch viel Angst hatten, das bleibt. Nein, wie ihr seht, ist alles leer. Die sind umgezogen bei uns und hier Private Car Area sozusagen oder Elite Circle heißt das Ganze und da hinten Community Garage, wo man sich noch bewerben konnte bis heute. Mhm. Alles randvoll mit geilsten Autos und jetzt habt ihr mal die Möglichkeit, die Halle hier einmal leer zu nutzen, weil das ist echt selten jetzt bis zur IAA durch. Also es gibt noch eine Möglichkeit, dass PS das nicht stattfinden, das liegt daran, wie viel Scheiße ich mit dem Sofa heute noch mache. Ne? Könnte sein, wenn dann die Halle abbrennt, dann wird es kacke, aber ansonsten sollte es laufen. So, da hinter uns in diesem Holz... Pavillon, unter dem Holzpavillon, Samstagabend XSK Night. Genau. Einmal über den Hof rüber, Halle 27 ist die Ausstellerhalle, ja. Wo wir natürlich mit einem Riesenstand sind. Jean-Pierre ist da, Holy Hall ist da, H&R ist da. Nenn doch mal so ein paar Aussteller, die dir spontan einfallen, die alle da sind. Z-Performance, WeWorld. Echt, der kommt extra aus Rumänien hier rüber? Z-Performance hat Bock, kommt rüber, hat gesagt, das Event sollte auch nicht verpassen für in Deutschland. Ja, schaut auf die Website, alles dabei. Social Media mäßig könnt ihr auch folgen, da haben wir alle Aussteller vorgestellt. Wird ein richtiges Fest, glaube ich. Tickets gibt es jetzt schon zu kaufen? Tickets am besten echt jetzt schon kaufen, wegen Abendkasse. Die wird es auch geben, aber da haben wir einen ordentlichen Andrang dann. Insofern kauft euch jetzt schon, spart nochmal 3 Euro. Beziehungsweise in dem Fall ist ja mehr eine Tagesmorgenskasse als Abendkasse. Morgenskasse, ja, hast recht, genau. Nee, aber irgendwann ist die Messe ja abends vorbei. Ja. Und dann können wir auch noch verkünden, dass es tatsächlich eine kleine Showstrecke geben wird. Kleine Showstrecke, genau. Ich würde mich ja freuen, wenn wir das Ding da drauf dann mal sehen. Warte erstmal den Tag ab, ob du es dann noch da sehen willst. Auch wahr, ja. Nee, Showstrecke gibt es so ein bisschen Achtelmeile angehaucht. Achtelmeile können wir ja nicht durchziehen voll komplett, aber mal so ein paar Autos schön in Bewegung sehen und ein paar Meter Gummi lassen, das geht auf jeden Fall. Das heißt, es gibt das, was die Leute sich sonst auf einer Messe immer wünschen. Sie sehen da ein Auto wie Pauls GTR, das Ding ist halt immer aus, aber hier gibt es tatsächlich ein paar Personen, die Möglichkeit haben, auf der Showstrecke mal einstehen zu lassen. Absolut, genau. Also Paul, kein Druck, ne? GTR muss fertig werden. Ja, geil. Nee, cool. Und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir heute mit unserem Sofa hier nochmal wieder die Halle unsicher machen dürfen. Ja, dreht mal ein paar Runden. Ich bin nachher auch nochmal gespannt. Und dann Freitag, 8.7. PS Days Hannover. Geht steil. Ach, danke. Wahrscheinlich, ne? Geil. Euch viel Spaß erstmal. Jetzt, Micha, erstmal zum Sofa. Ja. Erzähl mal, was hiervon ist nicht Eigenbau? Oder falsch? Wir waren ja gerade schon bei der Bierlaune. Du sagtest ja, Bierlaune, wir brauchen ein fahrendes Sofa. Basti und ich haben bei mir gesessen zu Hause und haben wieder mal so aus lauter Langeweile YouTube-Videos geguckt und unter anderem sind wir da auf den fahrenden Sessel von Anno dazu mal gekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt das Video ist. Oder meine fahrende Bierkiste. Oder die fahrende Bierkiste. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, also irgendwie, was denn eigentlich mal mit einer fahrenden Couch? Und dann ging die Misere eigentlich los. Wie lange ist das her? Also wie lange seid ihr jetzt schon dran? Am Bauen oder wann haben wir angefangen, haben die ersten Sachen zu kaufen? Sowohl als auch. Also das Sofa haben wir, glaube ich, schon vor 5 Jahren nicht gekauft, sondern für 2 Tüten Gummibärchen in eBay-Kleinanzeigen. Ich weiß ja mittlerweile, auf wie vielen Events dieses Sofa war. Ja. Dafür sieht es ja eigentlich immer noch ganz gut aus. Das heißt, das muss ja damals eigentlich neuwertig, muss das Ding abgeholt haben. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Es war ein gebrauchtes Sofa und wir haben es abgeholt, auch auf einen offenen Hänger und haben das dann erstmal bei mir zu Hause hingestellt. Haben dann überlegt, ja, wir können da irgendwie was bauen.
sind aber irgendwie wieder von abgekommen, weil andere Sachen zu tun waren. Und dann stand das Ding wirklich erstmal zweieinhalb Jahre bei mir in der Garage, vor der Garage, auch mal im Regen. Nur das Sofa, ohne alles. Immer wieder raus und reingeschoben, das Ding, weil das nur im Weg war. Und dann haben wir gesagt, also nee, wir müssen da jetzt mal endlich irgendwie beigehen. Und dann waren wir beim befreundeten Kumpel, Danny Schilf von Schilf Motorsporttechnik, und haben da durch Zufall einen alten Kartrahmen stehen sehen. Da haben wir gesagt, Moment, das messen wir uns mal kurz aus. Das könnte da drunter passen. War dann auch so. Dann sind ein paar Kisten Bier über den Ladentisch gegangen. Dann hatten wir den Rahmen und das Sofa. Und dann fing die ganze Geschichte an, erstmal ins Rollen zu kommen. Dann ging es los. Ja, genau. Und wirklich angefangen zu bauen haben wir letzten Winter, letztes Frühjahr. Also 2021. Genau, weil letztes Jahr fuhr das Ding ja schon. Genau. Letztes Jahr Late Night, weiß ich ja noch, da war das Ding schon am Start. Ja, genau. So, jetzt muss man dazu sagen, das ist wirklich hier kein Hobbysofa, sondern das werdet ihr gleich noch sehen, das ist schon ziemlich professionell alles gemacht. Also man könnte fast sagen, Lampen dran und TÜV, ne? Ja, so haben wir auch schon mal überlegt, aber dafür fehlen uns halt die Kotflügel vorne noch. Also als allererstes, wenn ihr auch solche wilden Umbauten habt, ich mache hier mal eine E-Mail-Adresse auf jeden Fall rein. Schickt da auf jeden Fall eure oder schreibt mich Instagram an, wie auch immer. Solche Kisten wir auf jeden Fall vorstellen. Weil es ist ja, also es ist natürlich mittlerweile schon wert, was hier steht an Teilen. Alleine Motoren, Rahmen, Kartrahmen und so weiter. Ne? Aber es ist ja schon mehr die Manpower und die Gedanken dazu, um so ein Ding zu bauen. Und früher, weiß ich noch, war sowas ja gang und gäbe. Ja. Für, ich sag nur hier, Bobbycar bergab, so die Rennen, die es da so gab. Genau. Karneval werden ja auch immer die tollsten Wagen gebaut und so weiter. Dass das nicht so verloren geht, müssen wir einfach mal ein bisschen Werbung machen hier. Für solche Umbauten. Weil ich glaube, da gibt es unter euch die krassesten, geilsten Dinger, wo man so gar nicht gerade dran denkt. Okay, ja dann lass mal gucken. Also Basis ist ein Kartrahmen, da drunter. Genau, hier drunter ist ein Kartrahmen. Das ist auch ein ganz, ganz alter Kartrahmen. Kann man hier irgendwo so runter? Ja, so ein bisschen unter Luschen kann man. Problem beim Kart ist natürlich, du hast die Lenkung ja eigentlich in der Mitte. Mhm. Und auch die Pedalerie sitzt ganz anders. Und wir haben, glaube ich, zuallererst den Unterbaurahmen unter die Couch. Den hat Basti zuerst abgeschweißt und haben dann das Ganze erstmal irgendwie auf diesen Rahmen gestellt. Noch ohne irgendwie alles. Und dann haben wir, wie so oft, dann da abends gesessen bei Basti in der Firma und haben mir überlegt, ja, wie denn jetzt am besten? Und dann war meistens erstmal so eine Viertelstunde gar nichts. Dann kehrt er so ganz doll in sich, dann gehen die Augen zu und du überlegst so, was macht er jetzt gerade mit seinem Kopf? Was denkt er? Dann rennt er los. Basti, was jetzt? Ja, ich weiß, ich mach. So, und dann kommt er wieder, hat ein paar Sachen geschweißt und gekantet, hält das ran, ja, passt. Und so ging das immer Stück für Stück weiter. Bis wir dann irgendwann eine Pedalerie hatten, die Lenksäule vernünftig, der Rahmen ging auf und zu und dann kam halt die Problematik, wie kriegt man jetzt eigentlich Motor, Bremsanlage und so weiter, wie kriegt man das noch alles auf die Reihe? Können wir hier gerade so ein bisschen runterlösen oder ist das alles zu und fest? Das ist alles ein bisschen angetackert, also es war alles mal offen und da haben wir gesagt, so kannst du gar nicht fahren. Das allererste Mal nach der ersten Fertigstellung bin ich mit Marcel Briefkasten, The Voice of Fräse, an meinem 40. Geburtstag ins Nachbardorf gefahren, um noch schnell Eier zu holen. Da war noch alles offen. Da gab es wohl auch mal bei Insta eine Story oder ein kleines Video, da sieht man das noch. Da haben wir gesagt, das kannst du nicht machen, wenn du jetzt auf dem Event dann Holz gekauft, die Platten fertig gemacht und einfach mal einen alten Teppich genommen zu schnitten. Dann einmal alles ein bisschen zugemacht, weil das doch, ich sag mal, Verletzungsgefahr birgt. Ne? Aber diese roten Teile, die wir jetzt hier sehen zum Beispiel, das ist doch nicht vom Kart, oder? Das ist auch irgendwas gebaut. Das war da so dran, das ist wohl irgendwie auch Marke Eigenbau. Aber es ist auf jeden Fall passig von den ganzen Winkeln her, weil du musst ja beim Kart beachten, du hast da hinten eine starre Achse. Mhm. Und wenn du mit dem Lenkwinkeln vorne nicht hinkommst, du musst ja auf einer Seite ausheben, sonst kommst du ja gar nicht um die Kurve. Einmal Gas, einmal Bremse. Genau. So wie beim normalen Kart halt auch. Muss eigentlich noch Upgrade auf Schlafcouch geben, ne? Die war ursprünglich mit Bettkasten zum Ausziehen. Das haben wir aber einfach alles rausgerissen, weil der Bettkasten den Platz genommen hat für die Motoren. So, jetzt kommen wir zum interessanteren Teil hier. Ja. Wir sehen ja hier schon mal einen dezenten Endtopf. Also was ich ehrlich gesagt schon mal geil finde an der ganzen Kiste ist, bis auf den Endtopf sieht man ja relativ wenig. Ja, das war so ein bisschen Grundprämisse. Wir haben derzeit uns viele Sachen angeguckt, auch im Netz, wie einige Leute was gebaut haben. Da gibt es auch die wildesten Konstruktionen. Und da haben wir gesagt,
wir wollen nicht einfach eine Couch auf irgendeinen großen Rahmen draufpacken, wo man alle Räder sieht und so weiter, sondern es sollte irgendwie alles unter der Couch bleiben. Wir hatten ursprünglich auch vor, den Rahmen noch einzukürzen, sind aber dann irgendwie von dem Gedanken wieder abgegangen, weil der Radstand so kurz gewesen wäre, du hättest so viel Kraft gebraucht zum Lenken, das wäre nicht gegangen. Und deswegen haben wir gesagt, es muss alles da drunter bleiben. Und wir bauen da jetzt auch keine riesigen Motoren ein, weil die halt nicht drunter passen. Ja, ja. Okay. So, jetzt können wir das hier aber... Das kann man einfach klappen? Ja, ich kann einfach hochklappen. Ja. Sieht geil aus, weil es ist jetzt schon jetzt so, dass wirklich ja alles unter der Couch gefüllt ist, ne? Ja. Das ist schon ziemlich... Genau. Inklusive Sitzheizung quasi. Das heißt, aber letztes Jahr fuhr das Ding tatsächlich nur mit einem Motor. Genau, nur mit dem Motor, der jetzt gerade hier in der Mitte verbaut ist. Da hatten wir auch noch, also da ist auch noch ein Anlasser dran. Da hatten wir noch eine zusätzliche elektrische Benzinpumpe, noch eine große Batterie da drin. Und da konnten den dann quasi auch mit dem Anlasser starten. Mhm. So. Wenn man dann aber mal vergisst, irgendwie die Benzinpumpe auszumachen, dann kann auch mal die Batterie leer sein, dann kriegst du das Ding nicht mehr an. Man hätte ihn auch noch dann anreißen können. Mhm. Als der zweite Motor dann besorgt worden ist, der hatte halt keinen Anlasser. Und dann haben wir überlegt, dann können wir auch die Batterie rausschmeißen. Mussten uns dann halt überlegen, wie wir es mit der Benzinversorgung machen und haben dann auf die mechanischen Mikuni-Pumpen zurückgegriffen, die sonst so in dem Kartsportbereich auch verwendet werden. Das sind so Unterdruckpumpen, ne? Ja, ja, genau. Das sind Membranpumpen, die mit Unterdruck funktionieren. Das heißt, die hängen hier einfach mit dran und machen die ganze Zeit ja, so... Ja, du musst, hier kommt quasi so ein... Die Steuerleitung hast du hier vorne am Vergaser, am Eingang. Mhm. Für den Unterdruck mussten wir da so ein Nippel ein, ne, Gewinde reinschneiden und einkleben das Ding, sodass er dann eine Steuerleitung hat und dann einmal Vorlauf und Rücklauf. Und dann geht einfach nur Membran hin und her und saugt den Sprit an. Genau. Und wir haben echt gedacht so, boah, reicht das nicht? Aber das ist echt, die machen einen massiven Durchsatz. Hätte ich nicht gedacht. Ihr hattet damals den Motor aber schon da oder musstet ihr den dann auch übersetzen? Also, wir haben ja... Die Frage war ja, warum haben wir eigentlich Rechtslenker gebaut? Weil normal im Kart hast du das so, der Motor sitzt rechts, du sitzt ja in der Mitte. Mhm. Und dadurch, dass der Motor rechts saß und wir mit der Pedalerie und dem ganzen Krempel hinkommen mussten, haben wir die Pedalerie rechts gehabt und automatisch ist das Lenkrad auch nach rechts gewandert. Weil das keinen Sinn macht, dass du so sitzt. Ne? Ja, ja, ja. Ja, genau. Also das ist die alte Position. Ist es noch die alte oder haben wir noch weiter nach außen gesetzt? Nee, das ist die alte Position, genau. Denn... Die erste Variante war nicht mit der jetzigen Trockenkupplung, sondern da war noch ein Untersetzungsgetriebe mit einer Ölbadkupplung dran. Mhm. Das war wesentlich breiter, dann lief die Kette quasi irgendwo hier. Mhm. Ne? Das ganze Ritzel hier und da war die Bremse auch. Ach, das war der Motor, der erst dran war? Nee. Okay. Das war der Motor, der ursprüngliche. Mhm. Und das ist der. Okay, das heißt, da hinten war noch diese Ölbadkupplung drauf und so. Genau, da war ursprünglich ein Untersetzungsgetriebe mit Ölbadkupplung und so weiter und so weiter. Der lief auch und lief und lief und lief. Das Problem war halt, die Couch an sich für einen Motor mit zwei Menschen da drauf ist viel zu schwer und die Kupplung kann das nicht. Mhm. So. Und da hatten wir uns halt überlegt, so ein Motor, weiß ich nicht, irgendwas anderes vielleicht. Zweitakt, Viertakt, 450er, passt aber alles nicht unter die Couch. Mhm. Weil zu hoch. Genau. Ergo, ich messe mal nach, ob zwei Motoren nebeneinander da reinpassen. Hat gepasst und dann haben wir gesagt, gut, dann besorgen wir noch so einen Motor. Und dann ging das wieder von vorne los. Aber diesmal ging es wirklich schneller. Weil wir hatten ja schon ein bisschen Erfahrung. Wie das denn alles so ungefähr gebaut werden musste. Umlenkung auf Zylinder, das heißt Scheibenbremse? Ja, also es ist eine komplett neue Bremse eingezogen, eine belüftete Vierkolben. Und dementsprechend auch einfach ein Gaszug, der auf zwei geht? Nee, es sind zwei Gaszüge, die beide am, am Gaspedal liegen. Ne? Genau. Krass. Muss man die irgendwie synchronisieren, die Motoren? Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf. Also letzten Endes machst du nichts anderes, als dass du die Leerlaufdrehzahl einstellst und die Gaszüge quasi so spannst, dass sie den gleichen Weg ungefähr machen am Vergaser bei der Drosselklappe und dann auf gut Glück hoffst, dass beide Motoren gleich laufen. Aber wie du ja gesehen hast... Ja, sie hängen ja eh an einer Achse zusammen. Genau. Das heißt, sie drehen immer das Gleiche. Was soll da passieren? Ne? Genau. Es kann natürlich sein, dass die eine Kupplung ein bisschen früher oder ein bisschen später greift. Greifen eigentlich beide bei der gleichen Einschaltdrehzahl. Ist jetzt da im Prinzip nur der Unterschied, weil der Motor, der dazugekommen ist, hat keine 25 mm, sondern 25,4 mm zöllige Welle. Und dann gab es quasi die normale Trockenkupplung so nicht zu kaufen. Und alles, was 25,4 mm Innenmaß hatte, war halt eine Nummer größer. Haben wir halt eine Nummer größer gekriegt. Mhm. Das heißt, die kann ein bisschen mehr. Die kann tatsächlich 110 Newtonmeter übertragen und die andere 90. Wenn wir die linke abrauchen, können wir mit der rechten noch berghoch fahren. Ja, genau. Geil. Bescheuert. Das heißt, wir reden jetzt von 390 Kubik pro Motor? Ja. 0,8 Liter eher fast. Leistung?
Angegeben sind die Motoren mit 13 PS bei 3800 Umdrehungen. Die drehen jetzt allerdings mehr. 5,5. Ja. Das heißt wahrscheinlich 15 PS im Motor. Oder? Das ist immer 15 bis 17 ungefähr. Witzigerweise, in Hannover gibt es ja zum Glück alles. Ja. Wir haben vorhin beim Mittagessen darüber gesprochen, dass der eine Motor begrenzt hat. Mir ist gleich eingefallen, ey, ich frage mal den Frank, ihr erinnert euch an das Video mit dem Rasenmähertrecker. Ich glaube, die fahren auch so einen Motor. Und es ist tatsächlich, dass die auch solche Motoren fahren. Deswegen haben wir eben gerade noch eine Spule ohne Begrenzer bekommen und jetzt sind beide unbegrenzt. Das heißt, wie viel km/h sollte das Ding fahren? Ausgerechnet habe ich mit der Übersetzung, sind ungefähr 55 drin. Mhm. Ist auch das kürzeste, was man so fahren kann. Weil ursprünglich geplant war, wir sind letztes Jahr auf Erlebnis mit einer schleifenden Kupplung 74,3, glaube ich, gefahren. 100 wollten wir knacken. Und da ist rein theoretisch mit der langen Übersetzung auch möglich. Rechnerisch. 100 auf dem Sofa. Ja. Habt ihr mal geguckt, Guinness Weltbuch der Rekorde, was da drin steht? Ja. Das wäre ja so eine typische Disziplin. Und zwar 168. Ist ein bisschen anders gebaut, aber ist wirklich 168. Weil 168 werden die Räder schon größer sein, ne? Weil das ist ja mit den Rädern schon kriminell dann. Also es gibt ja auch viele, die Karts umbauen mit Motorradmotoren und. Mhm. Die erreichen ja annähernd auch die Geschwindigkeiten. Mhm. Letzten Endes muss man sich so vorstellen, es fährt sich wie ein Kart. Du sitzt nur wesentlich höher und hast einen hohen Schwerpunkt. Also du, es gibt da noch eine schöne Anekdote, wie das Ding das erste Mal gefahren ist mit einem Motor. Und wir das erste Mal auf dem Event in Anklam waren. Schöne Grüße an Chris Wiechen, Björn Frankenfeld, wollte ich gerade sagen, und Stefan Teike. Die haben sich zu dritt auf das Ding gesetzt und sind einfach mal losgefahren. Gefährliche Kombination auf jeden Fall schon mal. Ja, definitiv. Und einer von den drei meinte, lenkt doch mal richtig. Ja. Und hat dann einfach bei 60 mal rumgezogen. Ja, dann haben die sich da schön einmal abgekugelt mit dem Ding. Dann haben wir noch wieder alles gerade gezogen und gerade gekloppt, dass es mit dem Event noch geklappt hat, dass man die oben noch fahren konnte. Ja, also man erschreckt sich schon. Der Schwerpunkt ist sehr hoch, Kipppunkt. Ja. Achsbreite ist aber Kartbreite. Ja. Mhm. Krass. Und das heißt so, die Rillen hier fürs Kettenrad und so, habt ihr dann einfach selber nochmal neu reingemacht hier für ein anderes Kettenrad? Das hat Basti alles gefräst. Interessant. Da kann er vielleicht selber was dazu sagen, weil letzten Endes ist das so, wir haben zwar immer zusammen gesessen und haben auch immer zusammen das eine oder andere, ich will keine Schleichwerbung machen, Heineken zusammen, vernichtet während der ganzen Bauphase, aber muss ganz ehrlich sagen, dass Basti, ich würde fast sagen, zu 80% die handwerkliche Leistung da reingesteckt hat. Mhm. Und ich zu 100% das Geld. Aber das Bier habt ihr immerhin 50-50 aufgeteilt. Ja, annähernd. Aber Basti hat aber auch einen guten Saugdruck, also waren einige. Ja. Ich find's geil. Also ich find's richtig geil. Wie viel Geld steckt da ungefähr drin? Jetzt insgesamt, mal so grob über den Daumen, sind es knapp 200.000 Euro. Okay. Hätte ich jetzt sogar mehr getippt. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass so ein Motor, keine Ahnung, mittlerweile schon 1.000 Euro kostet. Nee, haben wir tatsächlich ein bisschen Glück gehabt. Also du kriegst so eine Motoren wirklich so zwischen 400 und 500 Euro. Okay. Ja, aber für 2,5 ist schon ein geiler Spaß irgendwie. Ja. Wollen wir sich das vormachen, der Nutzen ist natürlich, wenn man jetzt nicht wie ihr öfter mal auf Events seid, auf dem Flugplatz, ist der Nutzen natürlich relativ gering, weil du darfst ja eigentlich auf der Straße nicht mitfahren. Ja, Nutzen null. Genau, das heißt, entweder hast du ein riesen Gelände anwesend, wo du mit dem Ding halt mal ein bisschen unterwegs bist, oder du hast halt genug Veranstaltungen und kannst auf der Veranstaltung ein bisschen umkleiden. Und so ein bisschen Isolierung hier, Thermoisolierung fehlt noch, ne? Ja, kommt. Also wir sind noch nicht fertig. Da kommen noch diverse andere Gimmicks. Ja, Thermoisolierung muss ich noch machen. Denn im Zuge des Umbaus auf zwei Motoren musste ja auch der ganze Auspuff, musste Basti alles neu schweißen. Den Endschalldämpfer hier, den hat uns André von Motorgrip angefertigt, extra dafür. Weil die anderen Auspuffanlagen vorher, die waren immer freihängend und die habe ich auch isoliert. Und das macht schon einen Unterschied. Also die Fransen da hinten sind nicht umsonst schon weg. Man muss nämlich dazu sagen, Micha mit seiner Firma isoliert nämlich auch gerne. Vielen Dank nochmal für Oma Golf, Abgasgehäuse, Downpipe etc. Ich hätte auch gerne jetzt was in der Hand und würde es euch gerne zeigen, habe ich auch vergessen. Aber sieht geil aus. Machst du gut. Bitte. Gibt es auch ganz viele wilde Farben jetzt. Neulich hast du mir irgendwie so eine Goldfolie geschickt, ne? Ja, kann man theoretisch Gold. Ja. Schwarz, alles. Einmal querbeet. Was machen wir? Ich würde sagen, reiß das Ding mal als erstes an und dann rollern wir mal kurz zu meinem Bus raus. Ich habe nämlich zufälligerweise mal wieder die Wagen mit und wir müssen das Ding einmal wiegen. Ja. Was schätzt ihr? Was hast du gesagt? Ich habe auf 183 Kilo getippt. Ich bin irgendwo bei 160. Ich würde mal tippen, so ein Motor wird ungefähr 30 Kilo wiegen.
Ja. So in dem Dreh. Sind 60. So ein Rahmen 15. Vier Felgen. Das ist bei 100. Auspuff 10. 120. Ich meine, so ein Sofa mit dem Rahmen wird ja garantiert auch 40 Kilo da wiegen. Ne? So mit dem Rahmen hier dran. 162. Ja, also 180 kommt, glaube ich, schon recht nah. Wir sind ja auch vollgetankt jetzt, ne? Also, wir reden ja... Hier ist auch... Und das ist Holz? Ja, Multiplex-Sperrholz. Ja. So, diese Rennkarts wiegen ja, glaube ich, so um die 70 Kilo. 60, 70, 80 Kilo. Weiß ich gar nicht mehr. Teilweise ja. 100, die so auf den Kart stecken von oben. Mhm. So. Also, ich glaube, 180 passt schon ganz gut. Wenn ich jetzt so den Kopf auch so überschlage. Wer will das sehen? Ich bin gespannt. Wow, als erstes müssen wir ein bisschen Sound hier hören. Reiß mal an der Dinge. Ja, pass mal auf, jetzt hier Vorführeffekt. Wir mussten ja hier die Zündspule umbauen. Das Ding springt ja so gut wie gar nicht mehr an. Aber Kompression hat er noch. Das ja. Aber ich glaube, die Zündzeitpunkte, die hauen nicht mehr ganz so hin. Warte mal, ich werde. Zum Thema Kompression muss ich kurz die Geschichte erzählen. Wir waren vor 2 Jahren auf dem 24-Stunden-Rollerrennen. Oha. So. Zweitakter hatten Benny dabei, BK Performance, der ist ja alter Rollertuner seit eh und je. So, und der merkt beim Kicken mit dem Kickstarter schon immer, ob Zylinder schon breit ist oder nicht. Okay. So, nach einer halben Stunde, besten Zylinder drauf gehabt, halbe Stunde später, Roller kommt schon wieder rein, springt nicht mehr an, Benny kickt einmal und sagt gleich, Gott, er vergessen, nächste Zylinder. Ne? Ja, die Kompression müsste noch da sein. Das hat mir quasi in den letzten 3 Tagen hier, glaube ich, schon wieder 2 Seilstarter zerrissen. Ist natürlich beim Zweitakter auch ein bisschen was anderes. Ne? Ja, das stimmt. So, oh, komm. Guck mal, da läuft doch wieder eins. Mhm. Jawohl, wir gehen gleich an hier. Einfach so total gaga. Klingt schon kernig. Klingt echt schon. Klingt saftig. Laufen die original mit 13 PS? Haben die einen anderen Auspuff dran? Oder einen Cut da drin oder irgendwie sowas? Das ist jetzt schon ein bisschen freier. Also im Normalfall sind die anders auch gebaut. Der Tank, der jetzt an der Seite ist, der sitzt normalerweise hier oben drauf. Und du hast hier oben nochmal Luftfilter und mit Ansaugung für den Vergaser. Und der Auspuff geht normalerweise hier so hoch und dann hast du hier oben so einen Klotz hängen. Die sind eigentlich wesentlich leise. Also so ist jetzt. Ich wollte gerade sagen, ja, frei raus. Weil der Luftfilter und so, nicht, dass das Ding doch so 15, 18. Oh, jetzt bräuchte man noch so einen kleinen mobilen. Ich würde sagen, wir waren noch nicht auf der Rolle. So einen kleinen mobilen Rollerprüfstand. Das wäre noch das. Auf dem Rückweg bei Paul anhalten. Das letzte gewesen. So, okay, also dann lass uns die mal. Dann müssen wir wahrscheinlich darauf geben. Was schätzt du, wie viel wiegt der Ofen? Boah. 150 oder so? Das ist vorne ganz schön schwer, das Ding. Echt? Die Jungs titten so 180. 213 Kilo. 213. Boah. Und ich hab. 213. So, ich hab mir noch runter reduziert. Ich hab zu Anfang gesagt, ich sag 200 Kilo. Sag mal, eine Buell wiegt auch 200. Ja. Könnte hinkommen. Hat tatsächlich 73 Kilo vorne. Und 140 hinten. Hätte ich niemals gedacht, dass der vorne doch noch so. Aber wahrscheinlich, weil die Motoren doch recht weit vorne sitzen. Ja, sitzt ja unter der Couch. Ne? Ich würde sagen, jetzt müssen wir eine Runde fahren. Also, du sagst lieber einen Helm aufsetzen. Wir haben keine Gurte. Wenigstens bin ich jetzt nicht mehr der Einzige mit so einem geilen Helm. Na, los geht's. Langsam, oder? Und wie du magst. Jawoll. Ja, das Einzige ist halt festhalten, ist hier nicht, ne? Ja, nur an der Couch. Ja, also, oder bräuchte ich hier noch so für zwischen die Beine festhalten. Ja, hier ist schon der erste Vogelplatz.
Also ich hoffe, das geht ja in Sachen Ton. Fahr ruhig mal da so. Ja? Warte, wo wir hier? Also ich sehe. Boah. Du lenkst ja fast gar nicht, ne? Ja, ist halt direkte Lenkung. Also ne? Die Lenkung ist wirklich sehr direkt. Ton ist 1:1 wie beim Kartfahren. Ja. Finde ich. Geile ist, wenn du vom Gas gehst, ist es tatsächlich so, dass der so richtig schön anfängt zu knallen. Ja, aber auch. Ja, nur ein Motor, weil der zweite Motor ist. Da können wir mit der Gemischschraube noch nicht so mager drehen, dass er auch richtig schön viel zu. Ah, der ist ein bisschen fetter noch, ne? Ja, der läuft eher so auf Lambda 068, deswegen knallt der noch nicht. Wobei im Zweifelsfall, oder meinst du erst magerer und knallt deswegen? Nee, jetzt, der läuft fetter und läuft deswegen. Beim Vergaser jetzt schwierig. Ja, ja, schwierig zu sagen. Hast du mal Donuts mit der Couch gedreht? Ja, das ist halt schön staubig. Deswegen geht das ganz gut. Ja, ist halt Starrachse, ne? Ja. Ich hab eine Idee, René, stell dich mal in die Mitte, wir machen mal einen Donut um dich rum. Ja, noch lachter. Ja, ja, noch wieder, noch lachter. Hat er nicht gehört. Komm mal ein bisschen weiter rein. Nein, wir fahren ihn nicht um. Ich muss ihn einkreisen. Wir fahren ihn um. Michael ist Profi. Er ist Feuerwehrmann, da passiert nichts hier. Ich kreise ein, warte. Ist das so, kannst du den so gegen die Bremse ein bisschen anpumpen, dass er dann losfährt? Dass man die also das mögen die gar nicht, die Kupplung. Das dadurch, dass das jetzt Trockenkupplungen sind, eine Ölbadkupplung kann das wohl eher ab, aber das eigentlich ist das der Grundregel Nummer 1, siebenmal Gas und Bremse gleichzeitig. Ja, ich will jetzt auf jeden Fall auch noch runterfahren. Fährt übelst witzig. Vorher geht's gar nicht so langsam. Pass auf, du musst den Kameramann leider machen. Ja. Uns ein bisschen filmen dabei. Muss ich das festmachen? Ja, du, genau. Du löst den Sperrbolzen. Ah, ne? Runter und dann rein, dass es jetzt quasi arretiert ist. Ja, hier bremse ich. Genau, da bremst du. Ja. Versuch mal diese. Ja. So? Aber wir fahren jetzt mal den Scholz abholen. Junge! Da wurde ja richtig trainiert zu lenken, Alter. Ich dachte, nein, kann man einfach keine, lenken. Keine Servo. Okay. Ja, aber keine Servo, das kannst du ja auch nicht mit Kartfahren vergleichen. Das ist ja richtig. Naja, du hast ja gesagt, 70 Kilo vorne. Jetzt sitzen wir auch noch hier vorne. Da musst du echt richtig reinziehen. Naja, das ist auch, du musst über einen gewissen Punkt musst du drüber weglenken, ne? Aber du musst halt beim Lenken relativ, genau. Wenn du jetzt voll einlenkst. Bremse geht auch. Ja, ja, genau. So, hier wird übrigens die XS Carnite sein. Ist das eigentlich unser neuer Shuttle-Service für die PS6, das Ding hier? Das Sofa? Ja, aber den Benzinpreis muss man noch Geld dafür nehmen. So, was müssen wohl die Leute hier so gerade denken, wenn wir jetzt hier unserem rollenden Sofa vorbeifahren? Ja, die fragen sich, wie wir schon getroffen haben. Ja, also die Lenkung ist wirklich mal diesmal direkt. Ja, lenk mal richtig. Ja. Das war hier mal ein bisschen. Man sitzt hier echt noch entspannt vor. Ja, du kannst überall hinfahren. Also, hat so ein bisschen was vom X-Bo. Da musst du nämlich auch tatsächlich das Lenkrad festhalten und dich konzentrieren, nicht eben so Schlenker zu machen. Ne? Ja, genau. Weil ich will nicht wissen, was hier passiert, wenn man dann doch mal bei voller Fahrt das Lenkrad zureißt. Ne? Ja, das kannst du immer Stefan Falke fragen.
will ich echt nicht wissen, was hier drin los ist. Wenn der dann noch mal irgendwie, ja, was hast du, 80 wollte ich mitfahren? 100? 100 wollte ich, klar. 100? Ja, genau. Fährt halt nicht ganz so schnell los. Aber du erreichst halt dann mit der Drehzahl die höhere Geschwindigkeit halt, ne? Aber hier drin ist der Klang noch geiler, ne? Ja. Genau. Und rum. Wer rum, wer rum? Man wollte ein bisschen größer fahren. Hauptsache, wir erwischen keine Stelle, wo man einmal Grip ist. Doch, das findet ihr auch gerade hier. Weil du musst so richtig lenken hier. Also wirklich nicht so ein bisschen, sondern ich wollte um die erste Kurve und habe fast das Lenkrad abgerissen. Also hätte ich nicht Kraft für. Aber du musst ja wirklich so an den Ding reißen. Ja, ne? Ja. Das erste Lenkrad war. Das war so ein Lenkrad aus Edelstahl. Wenn du dann wirklich im Sommer ein bisschen schwitzige Pfoten hattest, kannst du vergessen. Du konntest du nicht lenken, du bist nur abgerutscht von. Geil. Aber fährt so gut, dass man schon wieder den Reiz hat, schnell mitzufahren. Ja. Und muss dann wirklich aufpassen, weil. Das lenkt dann schon recht direkt und man sitzt halt hier auch noch echt entspannt drauf, ne? Ja, so. Also man fliegt halt sofort ein bisschen so durch die Gegend. Geil. Warum nicht durch die Nadel? Schneller wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt sieht doch einfach so dämlich aus von hinten, ne? Ich bin noch so eine alte Nachttischlampe oder so eigentlich dran an dem Ding. Vorne noch so ein Hockerbaum, ja. Wo die Füße während der Fahrt so draufpacken kannst. Aber noch nicht zugekommen. Ich fange bei Alos an als Kameramann. Also es ist halt original wie beim Kartfahren, ne? Das ist original wie beim Kartfahren, nur wie du sagst, der Schwerpunkt ist halt wirklich so, man darf nicht lenken beim Geradeausfahren. Ne? Also du musst dich eher darauf konzentrieren, geradeaus zu fahren, als dass du so. So, du hast jetzt keinen Helm auf, René, wir müssen uns ein bisschen. Ich hab Mütze. Ja, ich fahr vorsichtig, naja, auch mit der Kamera. Cool. Ich leg hier volles von der Arbeit. So, dann, du sitzt halt hier übelst entspannt drauf, ne? Und dann, vor, wir wären in einem Land, wo wir so jetzt hier einfach irgendwie ein Eis essen fahren können. Ne? Du würdest so durch die Innenstadt fahren mit dem Koffer. Ja. Wie beim Kartfahren, ne? Ja. Mit Kleber. Ja, also ich muss sagen, Jungs, mega geil. Fun-Faktor her, wirklich, sind wir schon, glaube ich, sehr nah an dem Level. Viel mehr geht nicht. Klar, brauchen nichts vormachen, ist natürlich auch echt. Die Bremse. Ist natürlich auch vom genau dafür gebaut, aber habt da geil gemacht, fährt geil, abgeliefert das Ding. Wenn ihr auch so kranke Gefährte habt, wir würden sie gerne auf dem Messegelände hier dank den PS-Days ein bisschen zeigen. Wirklich einfach nur geil, das Ding. Viel mehr geht. Macht Bock. Ja. Und ich glaube auch jetzt noch mehr Leistung und es wird halt echt gefährlich. Ne? Muss ich einfach sagen. Ne? Also wir haben, wie gesagt, letztes Jahr Late Night den einen oder anderen Bekannten hat man mal fahren lassen.
Aber jetzt mittlerweile musst du echt sagen, so, boah. Und auch mit steigendem Alkoholpegel, du kannst da bald keinen mehr raufsetzen. Das ist. Nee, das denke ich auch auf jeden Fall. Also das Ding ist schon so scharf jetzt, da muss man wirklich. Weil, ne, du machst einmal so und bumm, und wenn ja. 200 Kilo auf dich drauf fliegen, ist ja auch nicht so. Die Eiden schlecht raus. Ja, vielen Dank, dass ich Deutschlands schnellstes Sofa fahren durfte. Wenn es dann ins Guinness-Buch der Rekorde gibt, sagt er Bescheid, ne? Wir sind mit dabei. Dafür fehlt aber noch der Turbolader. Wir sind mit dabei. Also das werden wir begleiten. Danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mit Grinsen nach Hause fahren und bis zum nächsten Mal.